Es hat mal jemand die Idee gehabt, uns beide zu einer Zeit zu buchen, als wir nur depressive Songs hatten. Und zwar für die Hochzeit. Cool, ne? Und dann haben wir uns überlegt, okay, wir könnten so ein paar Songs einfach vortragen, die ein bisschen verträumt sind. Dann haben wir, glaube ich, noch, was war das? Nee, wir haben noch irgendwas gecovert, so ein Kirchenlied, was man so kennt. Kleine Senfkornhoffnung. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir haben einfach keinen Song, wir komponieren einen. Und dabei ist Du bist ein Gedicht entstanden. Musstest du das nicht ablesen? Nein. Ich gucke immer dahin, das ist so interessant da. Ihr seht ja nicht, was da ist. Moment, ich guck mal. Oh, so ein Schweinkram, Henny! Der wieder hier, ne? Wie süß, ja, Nacktfotos, wenn es das nur wäre. Von mir? Nee, komm, Freund, spiel mal hier das Gedicht, ne? So, ab geht's. Gedicht, du bist ein Gedicht. Wenn es einen Weg gibt,
etwas besser zu machen, dann sollte man ihn finden. Und genau darüber haben wir auch noch einen Song geschrieben, den Weg zu finden. Finden wir ihn. Lernfähiges Publikum, finde ich gut.